Es ist mal wieder Zeit für einen neuen Winterkasten. Dieser hier, der ist ein Jahr alt und er hat kaum Pflege bekommen und sieht immer noch eigentlich ganz passabel aus. Heute soll es aber einen neuen geben und dazu sind wir in die Baumschule Fuß in Alfter ins Vorgebirge gefahren und da werde ich euch gleich überraschen, was da für ein Klassiker in den Kasten kommt. Dieser nämlich, eine meiner Lieblingspflanzen. Heleberus niger, die eigentlich schwarze Christrose. Niger steht ja für schwarz, aber die Blüte ist weiß. Schwarz ist sie deshalb, weil die Rhizome, also die unterirdischen Ausläufer, die sind schwarz und dunkel. Ja, die Christrose ist für mich wirklich eine der, man muss wirklich sagen, Top 5 Winterstauden, weil sie hat eigentlich ist geschafft, diesen Konflikt zu lösen, eine Blüte zu haben, die uns begeistert und auch die Insekten gleichermaßen und auch noch groß und auffällig ist und mitten im Winter blüht. Also das sind schon ganz viele Vorteile, die die Christrose hat. Bevor es jetzt aber weitergeht mit unserem Winterkasten, kleiner Aufruf an euch, eine kleine Sache. Klickt hier unten mal auf unser Gardify-Logo. Da könnt ihr den Kanal abonnieren. Das ist sehr wichtig für uns, damit wir weiterhin unsere Community vergrößern können und weiterhin so guten Content liefern. Also ein kleiner Klick für euch, eine große Sache für uns. Das wäre sehr schön. Danke euch. Jetzt geht's weiter. Die Christrose wird kombiniert mit einer anderen Staude. Das ist ein Purpurglöckchen, Heuchera. Die kommen aus Nordamerika. Die Christrose ist eine heimische Pflanze. Wenn ihr mal unsere Gardify-App runterladet, die gibt es kostenlos im App-Shop. Könnt ihr hier oben mal auf den Link klicken. Da kommt ihr auf unsere Seite Gardify, wo die beiden Shops für Android oder für iOS verlinkt sind. Da könnt ihr Gardify laden und dann habt ihr ein großes Pflanzenlexikon. Da könnt ihr einerseits 6500, bald 7000 Pflanzen durchsuchen. Einfach den Namen mal eintippen. Könnt euch dann eure eigenen Pflanzen zusammenstellen in euren individuellen Garten und automatisch habt ihr euren eigenen Pflegekalender. Also das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Die ganze Welt des Gartens steht euch da zur Verfügung. Probiert es auf jeden Fall aus. Wir machen jetzt hier weiter mit unserer Christrose. Wie gesagt, wenn wir jetzt auf Gardify mal gucken, dann entdecken wir, dass sie eine heimische Staude ist. Sie kommt aus Europa. Wir haben also bei allen Pflanzen von Gardify die Herkunft immer oben reingeschrieben. Ja, hier könnt ihr mal sehen, ne? die Rhizome, die Wurzeln. Rhizome sind der Teil, woraus die Wurzeln dann eigentlich entsprießen. Die sind dunkel. Das hier, diese frischen weißen Spitzen sind die Wurzeln. Ist eigentlich eine Pflanze, die aus den Bergen stammt in Europa. Und auch ein bisschen an kalkhaltige Böden gewöhnt. Aber man hat festgestellt, dass die Kulturformen auch mit jedem Boden eigentlich gut klarkommen. Wir nehmen jetzt hier in der Baumschule dieses Standardsubstrat. Das ist sehr wunderbar fluffig. Da sind viele Holzfasern drin, die sind so aufgerissen. Und dann sind hier noch kleine weiße Körnchen drin. Wenn ihr euch mal gefragt habt, was das eigentlich ist, das ist aufgeschäumtes Gestein, Perlite. Gibt es sogar auch im Baustoffhandel, kann man sich da auch holen als Dämmstoff. Das ist eine wunderbare Ergänzung für Erde, um die luftiger zu machen und um auch zum Teil etwa Nährstoffe mal zu absorbieren. Also so, dass man den Dünger viel besser gleichmäßig an die Pflanzen geben kann. Und wir nehmen dieses Substrat hier für unseren Winterkasten. Die Rhizome sind so ein bisschen brüchig. Ich empfehle ja immer so ein bisschen auch die Wurzeln aufzulockern, damit sie vernünftig einwachsen können. Deswegen ein bisschen vorsichtig sein. Okay. Aber so geht es, glaube ich, ganz gut. Wenn ihr euch auf Gardify mal die Karteikarte der Christrose anschaut, dann stellt ihr fest, die gehört zu den Hahnenfußgewächsen, Ranunculaceen, und die Hahnenfußgewächse sind häufig, ich weiß es gar nicht genau, aber vielleicht sogar alle giftig, mehr oder weniger. Also auch die giftigsten Wildstauden gehören dazu, zum Beispiel der Eisenhut oder Rittersporn, ne, hier in Europa, aber auch die
die Christrose. Ne? Die ist also auch giftig. Sowas sieht man dann auch alles in unserer Gardify-App, die ja wirklich ein riesen Pflanzenlexikon ist. Da kann man wirklich als Pflanzenfan unglaublich viel lernen. Wenn ihr euch die Blüten hier anguckt, dann seht ihr, diese weiße Blüte, die hat hier so einen grünen Schimmer. Die habe ich jetzt mal extra ausgewählt für diesen Kasten, dass diese Blütenblätter auch manchmal sehr schöne Farbspiele machen. Hier kommt ein bisschen was Rosanes, Rotes mit rein. Und deswegen hatte ich die Idee, Heuchera damit zu kombinieren, weil Heuchera, diese nordamerikanischen Wald- oder Unterwuchsstauden, die so im lichten Schatten am Waldrand wachsen, die haben in den letzten Jahren eine unheimliche Popularität bekommen, weil sich diese Gattung dazu eignet, viele Formen zu züchten. Ihr seht schon, die Blätter, hier geht es um die Blätter, ne? Die Blätter haben verschiedenstes Farbspiel. Hier haben wir jetzt auf der Unterseite so ein richtiges, ja, so ein Violettton. Auf der Oberseite Bronzefarben. Die Blätter, die noch nicht viel Sonne abbekommen haben, sind grüner. Die viel Sonne abbekommen haben, gehen so in den Bronzeton. Und dieses Spiel, dieses Hin und Her, das finde ich ganz wunderbar, passt auch gut zu diesen Blüten von der Christrose. Also das wird ein sehr natürlich wirkender Kasten. Hier ist zum Beispiel eine Heuchera, die ganz anders aussieht in diesem Kasten. Die hat so schöne bordeauxrote Farbe in den Blättern und die sind dann so gerüscht. Ganz hübsch hier mit Hyazinthe, mit einer Knospenheide, mit einer Skimmie dazu. Also auch ein schöner Kasten. Und hier so interessante Früchte. Die sind, ich glaube, die sind vom Amberbaum. Toll. Oder auf dieser, hier ist auch noch mal eine Heuchera. Die hat jetzt so rote Blattadern. Und die Blätter wechseln von dunklerem oder ja, mittelgrün zu so fast weiß manchmal. Auch interessant. Hier ist noch der Rest von der Blüte zu sehen. Sehr schön. Wir kommen aber zurück zu unserem Kasten. Werden auch bei unserer Heuchera ein bisschen den Wurzelballen anbrechen. Immer ein guter Blick. Könnt ihr auch ruhig immer machen, mal in der Gärtnerei die Töpfe runternehmen, gucken, sind die Wurzeln weiß. Das ist immer ein gutes Zeichen für gute Ware, die nicht irgendwie zu lange, ja, manchmal werden die überwässert, also wenn die zu nass gehalten werden, dann fangen die Wurzeln an zu faulen, das ist die sogenannte Staunässe. Das vertragen die gar nicht und dann werden aber die Wurzeln nicht mehr weiß, dann fangen die an zu faulen. Deswegen immer auf weiße Wurzelspitzen achten. Hier muss noch was rein. An Substrat. Ein Thema könnten wir noch anschneiden, das ist der Dünger. Also normalerweise düngt man einen Kasten ja bei der Bepflanzung. Ich mache ein bisschen da rein, hier von dem organischen Dünger. Das ist so ein organischer Volldünger, aber nicht allzu viel. Warum? So ein Winterkasten, da sollen die Pflanzen jetzt auch nicht so ultra üppig wachsen, wollen die auch gar nicht mehr. Und es ist ja auch kalt draußen. Da passiert nicht mehr so viel. Also da ist es nicht nötig, dass die Düngung so stark ist. Wenn aber Pflanzen in Blüte sind, so wie die Christrose, das ist natürlich die Phase, wo richtig viel Stoffwechsel stattfindet, wo viel gebraucht wird. Und da macht es dann doch auch Sinn. Bei der Christrose würde ich euch gerne noch mitteilen, dass die am Naturstandort in den Bergen, hat man glaube ich schon drüber geredet, auch an kalkhaltige Böden gewöhnt ist. Jetzt könnte man natürlich überlegen, auch im Garten Kalk einzusetzen. Man kann das machen. Also das ist so Gartenkalk. Bei so einem Kasten ist das jetzt nicht nötig. Aber am Standort, wo ihr Christrosen vielleicht in größerer Menge hinpflanzt, kann man auch mal den Boden ein bisschen Kalk geben. Es ist keine unbedingte Bedingung, weil man hat dann doch gemerkt, dass die Zuchtformen mit verschiedensten Böden gut klarkommen. Also die sind da relativ genügsam geworden. Das kommt manchmal bei der Pflanzenzüchtung dann mit der Zeit auch so hin, dass die sich an andere Bedingungen anpassen. Ja, die Christrosenblüten, die sollen natürlich schön oben drüber stehen. Und dann werde ich die Kombination so als Winterkasten euch nochmal zeigen. Das ist jetzt eine wirklich
eine natürliche Pflanzung, die mir aber gut gefällt, weil es sind einfach Stauden, die man in die Kästen pflanzt und nicht so eine kurze Saisonbepflanzung. Wenn die irgendwann mal zu groß sind oder nicht mehr so richtig schick im Kasten aussehen, kann man sie natürlich immer in den Garten setzen und damit werden die Pflanzen weiterverwendet. Das finde ich immer ganz gut. Das war unser Tipp hier als Winterkasten-Idee für euch mit Heliberus, mit Heucherer, zwei wunderbare Gartenstauden. Ich würde mich freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert und hier oben könnt ihr das nächste Video gucken. Und wie gesagt, hier unten ist die Gardify-App, wo ihr euren ganzen Garten mit organisieren könnt. Und ihr könnt in der Plus-Version sogar Kontakt direkt mit uns aufnehmen. Dann helfen wir euch bei euren Gartenproblemen. Also ich freue mich, wenn wir uns da wiedersehen.